Schönen guten Tag und herzlich willkommen, oder besser gesagt, schönen guten zweiten Tag. Und herzlich willkommen zu Gregors großem Gaming Special 2015. 7 Spiele an 7 Tagen vor Weihnachten, die es total wert wären, während der Weihnachtstage gezockt zu werden. Gestern zu Beginn des Specials haben wir bereits mit einem großen Fund angefangen, nämlich dem knalligen Rollenspiel Paper Mario für das N64. Heute machen wir mit einem weiteren der Pakete weiter und ich nehme mir das hier mal heraus. Das sieht ein klein wenig moderner, ein klein wenig frischer aus. Haben wir was in DVD-Größe und auch jetzt kann ich mir schon denken, ja, und jetzt weiß ich auch, was drin ist. Ja, gestern hatten wir Rollenspiel, heute wird alles ein klein wenig actionreicher. Wir haben nämlich für den zweiten Tag uns das hier ausgesucht. Guru, Mark of the Wolves, großes Prügelspiel vom Neo Geo, hier in der PS2-Fassung. Was es genau damit auf sich hat, schaut es euch jetzt an. Die Gretchenfrage für Beat'em-up-Spieler lautet SNK oder Capcom. Ich persönlich kann die Frage nicht so konkret beantworten, denn ich spiele sowohl Games von Capcom sehr gerne als auch welche von SNK. Heute wollen wir aber letzterer Firma ein klein wenig Augenmerk widmen, denn es geht um eines der besten Beat'em-ups aller Zeiten. Garo, Mark of the Wolves. Garou ist der insgesamt 7. Teil der Fatal Fury Serie. Das war SNKs Antwort auf Street Fighter 2 Anfang der 90er. Damals war SNK nicht nur als Spielehersteller unterwegs, sondern auch ganz groß im Hardware-Business. Ihr Neo Geo war nicht nur die Grundlage von vielen Spielhallenautomaten, sondern konnte in einer 1:1 Heimversion auch erworben werden. Da hat die Konsole aber weit über 1000 D-Mark gekostet und einzelne Spiele sind mit über 300 Mark zu Buche geschlagen. Ich persönlich konnte mit Ausnahme einer Handvoll Monate, die ich in Griechenland im Urlaub verbracht habe, nicht wirklich an den Arcade-Fassungen lange herumspielen, habe stattdessen diese Games auf dem Super Nintendo gezockt und da konnten sie nicht ganz so mithalten mit dem, was Street Fighter 2 auf der Konsole bot. The Challenger. Umso überraschender kam es für mich, dass gegen Ende des letzten Jahrtausends, nachdem Fatal Fury quasi schon ins Hintertreffen geraten war, mit Garou nochmal so ein richtiger Brecher gekommen ist, der zwar die Wurzeln der Serie im Hinterkopf behalten hat, aber so gut wie alles andere neu gemacht hat. Das fängt schon bei der Story an, die satte 10 Jahre nach dem Ende des letzten Teils des Spieles. Da ist nämlich Serienbösewicht Geese Howard zu seinem Tod gestürzt und sein Sohn Rock Howard wurde ausgerechnet von Serienhauptdarsteller Terry Bogard aufgezogen und zu einem neuen Kämpfer ausgebildet. Terry Bogard, der dazu noch sein Trademark-Outfit gewechselt hat, nicht mehr seine rote Weste und seine rote Mütze trägt, sondern eine Felljacke, wie wir sie zum Beispiel auch bei Leon S. Kennedy aus Resident Evil 4 gesehen haben. Und um die beiden schart sich eine Riege aus komplett neuen Charakteren, bei denen wir aber viele Stile, die aus den alten Fatal Furies, Art of Fightings und King of Fighters bekannt sind, wiederfinden. Round 1. Fight! Damit zum Beispiel Kushnod Butt, der von Ryo Sakazaki, dem Hauptdarsteller von Art of Fighting, trainiert wurde, in seinem Kyokugen-Karate-Stil und die beiden Söhne von Kim Kapuan, dem Taekwondo-Experten, die ja unter anderem dafür stehen, eben das, was dieses Spiel macht, bekannte Movesets auf neue Charaktere packen, aber die so anpassen, dass man A, zwar immer noch vertraut ist mit den Figuren, wie man sie steuert, aber dann noch genug Raum ist, um sie wieder neu zu erlernen und auch viel Zeit braucht, um sie zu meistern. Für etwas mehr Abwechslung sorgten zwei weitere Systeme. Da gibt es zu einem das sogenannte Just Defended, was so funktionierte, dass wenn man im allerletzten möglichen Augenblick erst das Blocken aktiviert, also die Steuerkreuztaste nach hinten drückt, bekommt man einen kleinen Bonus und kann sogar ein bisschen Energie wieder zurückgewinnen. Das ist ein bisschen so das Äquivalent gewesen zu dem Parry-System aus Street Fighter 3, den damaligen direkten Konkurrenten von Capcom, bei dem man die Taste im allerletzten Moment genau in die andere Richtung, nämlich zum Gegner hin drücken musste, um dort einen Parry-Move auszuführen und sozusagen eine kleine Möglichkeit bekommt, eine Gegenattacke zu starten. Dazu gab es noch ein System, wo man einen gewissen Bereich in der Energieleiste hatte. Wenn man da reingeraten ist, meist war es ja kurz vor Ende der Leiste, aber es hat sich von Charakter zu Charakter dann angepasst, wurde man in einen speziellen Modus geschaltet, wo die eigenen Moves ein bisschen härter zuhauen und man da auch eine gewisse Art von Energieregeneration dann bekommt. Also man muss nicht unbedingt diese beiden Systeme
Kampfsysteme ausnutzen, aber gerade im High-Level-Play-Bereich sind das unschätzbare Dinge, die man auch drauf haben müsste, um da zu bestehen. Auch wenn die Neo Geo-Fassung in der Spielhalle und als Heimmodul die erste gewesen ist, würde ich sie heutzutage nur gut betuchten Sammlern empfehlen, denn das Modul ist, wie zu erwarten, sehr, sehr, sehr teuer mittlerweile geworden. Aber da braucht man sich nicht gräben. Es gibt nämlich relativ viele und sehr gute Umsetzungen. Ich habe lange Jahre die Dreamcast-Fassung besessen, die fast 1:1 der Arcade-Version entspricht und bei der man auch das sehr gute Dreamcast-Joyboard verwenden kann. Dazu gibt es eine gute PlayStation 2-Fassung und Download-Version für Xbox Live Arcade und PlayStation Network sind ebenfalls vorhanden. Wer es nicht unbedingt von der Backe schmieren kann, dieses Game auch unterwegs zu zocken, iOS und Android ist ebenfalls mittlerweile ausgestattet mit dem Game, aber ganz ehrlich, da sollte man dieses Spiel nicht unbedingt drauf verfeuern. K.O. Alles in allem, falls ihr 2D-Beat'em-up-Fan seid, aber vielleicht erst ein bisschen später zum Genre gekommen seid mit Titeln wie Blaze Blue oder Guilty Gear, schuldet ihr es euch, Garou zumindest mal das eine oder andere Auge hinzuwerfen. Ich merke es bei mir selbst, wenn ich jahrelang mal kein Garou gespielt habe, aber es dann wieder auspacke, brauche ich ein bisschen, bis ich wieder reinkomme, aber irgendwann sind die Skills wieder vorhanden und auch der gleiche Spielspaß stellt sich wieder ein.